Bastian Obermeier from Süddeutsche Zeitung. We would be very, very much interested to talk to you. We would stay very confidential, of course, in the background. We never talked. No one will ever know that we met. Man muss ganz klar sagen, investigativer Journalismus lebt zu beiden Teilen von Whistleblowern. Now we are entering this darker moment that everybody can see, everybody can feel. Things are changing. And if we don't stop that, if journalists aren't thinking on that scale, where is that going to lead us? Wir treffen uns hier mit einer Gruppe von Kollegen, die mit uns versucht, den Mord an Daphne Caruana Galizia zu recherchieren. Das ist eine Kollegin, die hat auch an den Panama Papers gearbeitet und die wurde durch eine Autobombe getötet. Wir wollen, dass die Leute sich merken, wenn sie eine Journalistin töten, dann wird ihre Geschichte ja mehr Aufmerksamkeit kriegen als weniger. Der gilt als die große Nummer im Geschäft mit Massenvernichtungswaffen. Das finde ich so das Heftige. Du merkst, dass er so in diesen Behördenkreisen die Nummer ist. Ja. Und trotzdem hast du von dem noch nichts gehört. Ja. Wir wurden angesprochen von jemandem, der uns Material vorführen wollte, von dem Leute glauben, dass es großes Potenzial hat, eine Regierung zu stürzen. Wenn auch nur die Hälfte von dem Zeug stimmt, dann zerschießt es die ganze Partei. Die fragen nicht nach einem Pass, die wissen nicht, wer sie ist. Die treffen sich mit denen und die reden mit denen Geld und versprechen denen irgendwie halb Österreich. Irgendwie kann es sein, dass uns jemand eine Falle stellt hier. Texte sind schon, also die Texte sind schon, die meisten sind schon bei, die haben, glaube ich, 5 oder 6 Texte oben liegen. Das ist so eine Nervositätsspirale. Es werden alle immer nervöser. Und ich glaube, dass diese Spirale in einer Veröffentlichung enden wird. Und dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Dann explodiert's.